Leute und willkommen zur zweiten Folge von Horizon Zero Dawn, dem Frozen Wilds DLC. Wahrscheinlich werde ich es einfach durchnummerieren, also weiternummerieren mit der letzten Staffel. Und ja, sorry, dass es am Anfang der letzten Folge ein bisschen Soundprobleme gab. Ich hoffe, ihr habt die bis jetzt behoben und wir haben jetzt ein bisschen schöneren Klang. Das tut mir mega leid, aber ja, ich kann daran nichts ändern und ich will auch nicht das alles neu aufnehmen. Rein theoretisch würde es gehen, aber das würde natürlich dann den Ersteindruck verfälschen, ne? Und der ist mir jetzt ein bisschen wichtig. So, wir sind jetzt im Gespräch mit dem lieben... Sollte ein Außerraum sein, wenn ich mich ganz irre. So, die Banuk. Was hast du uns denn zu erzählen? Was ist es an dem Banuk, das nicht zu verstehen ist? Alles ist eine Prüfung. Ein zu erduldendes Leid. Eine Herausforderung. Scheint, als ob sie keine Wahl hätten an so einem Ort. Ja, ein so unglaublich kaltes Land, voll mit wilden Tieren. Man würde meinen, dass sie preiswerte Hilfe annehmen. Ich habe versucht, sie zu überzeugen. Aber ein Banuk, der nichts mehr beweisen muss, kann auch einfach sterben. Das ist eine schöne Sichtweite des Lebens. Und Orea, sie sprach von diesem Dämon. Genau. Hat Aratak und den anderen erzählt, dass er auf dem Donnerkamm lebt. Und sie glaubten ihr. Aber du nicht. Also, ich weiß nicht, was Orea oben gefunden hat. Schamanen reden nicht mit Fremden. Die Maschinen im Schnitt werden bösartiger, das steht fest. Vielleicht durch den Dämon. Oder sie hatten einfach alle Magenprobleme, was weiß ich. Aber Orea kann es jetzt nicht erklären. Sie ist weg. Und niemand weiß warum. Und Aratak? Ist Aratak hier ein angesehener Krieger? Er ist ein Verak-Häuptling. Sein Wort wird respektiert, allerdings hört man es nicht oft. Er spricht so viel wie ein toter Fisch. Doch wow. Als er und Orea mit dem Verak herkamen, hat es mehr Banuki herverschlagen, als ich je sah. Weißt du, was ich noch sah? Meine eigene kleine Handelsroute, die sich bis zum Anrecht erstreckt. Und dann führt er sie in ihren Tod durch die Krallen wütender Maschinen. Na, so viel zu meinen besten Kunden. Ich nehme zurück, was ich gerade vorher gesagt habe, mit dem Verdacht, dass es ein Osaram Typ hier ist. Kleidungstechnisch sieht er eher aus wie ein Kaja, obwohl er körperbautechnisch ein Osram scheint zu sein. Aber egal, das ist im Moment nicht wichtig. Was ist ein Verak? Was sind diese Veraks, Burgrind? Eine Art Stamm im Stamm? Ah, nicht für unsere Clans zu Hause. Man wird dort nicht hineingeboren. Es gibt Prüfungen. Zeig, dass du in irgendwas besser bist und vielleicht erhältst du einen Platz. Manche Veraks kommen und gehen... Manche sind so langlebig wie Metall. Das ganze Banuk-Gebiet, Ban-Ur, ist nur ein Haufen der größten, ältesten Veraks. Ich weiß nicht, ob ich weniger oder mehr verwirrt bin. Also, eine Sache ist sicher. Jeder Verak hat einen Häuptling und einen Schamanen. Sie treffen die Entscheidungen. Alles schön und gut. Nur, dass die Häuptlinge sturköpfig sind und die Schamanen in den Wolken schweben. Klingt idyllisch. So, ein bisschen mehr Talking über dich, mein Lieber. Du sagtest, du lebst hier schon 2 Winter? Ja. Zu Hause haben mir ein paar Fellhändler von diesem stahlverlassenen Zelthaufen erzählt. Gute Lage. Bereit für Veränderung. Wir kamen kaum über die Runden, bis der Ort wegen Orea belebter wurde. Ein großer Prophet kommt, sagten sie. Na, ich verstand Prophet. Großer Fehler. Nicht, dass die Banu geizig wären. Sie handeln nur lieber untereinander. Wenn wir nur einige überzeugen könnten, dann könnten wir diesen Ort berühmt machen. Oder wenigstens bekannt. Silence. Die Frage, die wir uns schon immer gestellt haben. Aber die Frage stellen wir uns ganz am Schluss. So, vorher talken wir noch über alle andere. Wer ist wir? Wir? Ich und meine Tochter. Meine Gehilfin, Varga, meine Gehilfin und meine Tochter. Wir verstehen uns als Geschäftspartner besser. Ihre Mutter wollte, dass ich ihr einen Beruf zeige. Sie fing an Waffen rumzubasteln. Also, wenn du eine Pause von dem Banuk-Treiben brauchst, schau bei ihr vorbei. Ihr seid beide... wie soll ich sagen? Frauen? Nein. Unabhängig. Du findest sie in Langkerpe. Dem östlichsten Banuk-Lager.
Okay, dann werden wir auf jeden Fall vorbeischauen und bin ich mega gespannt, was das bringen wird. Aber jetzt die Frage der Fragen. Silence. Kennst du vielleicht einen Mann namens Silence? Groß, ernstes Gemüt, Kabel in der Haut, wie ein Schamane. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber nur geflüstert. Wie ein Schreckgespenst, das die Banuk verdrängen. Ich weiß nicht, was geschah. Ich glaube, er hatte Ärger mit dem Konklave. Oder sie auch mit ihm. Konklave? Alle wichtigen Schamanen treffen sich von Zeit zu Zeit in Ban-Ur und reden über den neuesten Hokuspokus. Keine Ahnung, wie sie alle in ein Zelt passen, ohne dass sich ihr Kopfschmuck miteinander verhakt. Er war schon mal dabei. Aber als ich fragte, wie es war, schaute sie mich nur böse an. Wenn du noch mehr wissen willst, musst du sie finden. Und ihr Vertrauen gewinnen, schätze ich. Viel Glück. Das werden wir anscheinend brauchen, nachdem wir was wir jetzt gehört haben. Aber der Dämon. Ich wüsste gern mehr über den Dämon. Nur Gerede, Aloy. Oder steckt mehr dahinter? Etwas, was das Verhalten der Maschinen bewirkt. Dann musst du Uria finden. Zuletzt wurde sie auf dem Weg zum Eisfeilengebirge gesehen. Angeblich kennen nur Schamanen den Weg durch diese eisigen Gipfel. Aber ich weiß, wo du ihren Lehrling findest, Naltuk. Er geht Gerüchten nach, nördlich des Flusses. Gerüchte? Nicht sehr gute. Plötzliche Angriffe im Schnee, seltsame Strukturen. Es sei eine neue Maschine, wie sie noch nie gesehen wurde. Jetzt bin ich wirklich interessiert. Vielen Dank, Burgrend. Nicht zu danken. Ob Aratak der Nier über Orias Liedes wegen kann sein, dein Lied wird von ganz allein entstehen. Schön, dass ihr durcheinander redet. Das hilft mir mega, jetzt alles auseinanderzuhalten. Okay, ja gut. Neue Familie. Oh, der Gott. Kampf ums Überleben erwischt endet nie. Die Kälte Aratak. Das trifft sich gut. Erbarmen. Finde Aratak. Sprich mit Aratak. Ich möchte von euch nicht mehr so etwas hören. Zweifel wiegt mehr als der Schnee einer Woche. Vergebt mir, mein Häuptling. Wir sind für den nächsten Versuch bereit. Aber das wird kein Versuch sein. Es muss gelingen. Versteht ihr das? Mein Häuptling. Gut. Guten Tag. Fremde. Ich nehme an, du willst reden. Ja, will ich. Es gibt noch andere Viraks in Sangesgrund? Ja, das Dorf ist eigenständig und bietet den Banuk Handel und Schutz. Als der Krieg vorbei war, entstand es aus einem ehemaligen Lager, so schnell wie die Blüte zwischen Frösten. Vielleicht überdauert es, bis die Kaja wieder Krieg suchen. Die Kaja, ach so, ist das also? Orea weiß von diesem Dämon. Wo kann ich sie sprechen? Sie macht Schamanenarbeit. Nicht für die Augen und Ohren anderer bestimmt. Erst recht nicht die einer Fremden. Ach, das werden wir schon sehen, keine Sorge. Dieser Dämon, von dem du sprachst. Wenn du zäh genug bist, dann wag dich raus und such selbst nach Zeichen. Er hat die Maschinen verändert, sie wilder gemacht, stärker. Aber was ist er? Das sollen die Schamanen klären. Ich weiß nicht, ob die Schamanen das, was sie dann geklärt haben, auch lösen können. Dafür sind, glaube ich, wir Krieger zuständig, ist meine Vermutung. So, dein Verak. Kam dein Verak von diesem Ort? Nein, wir haben die meisten Jäger aus Ban-Ur versammelt, um den Dämon zu bekämpfen. Ich wurde hier geboren und habe die Kaja bekämpft, während andere in die Berge flohen. Ein paar meiner Krieger sind mir noch treu. Die überlebten. Ja. Du willst unbedingt zum Berg zurück? Darauf gab ich mein Wort. Und das trotz des hohen Risikos. Welches Risiko? Sterben? Es wäre ein schlimmes Schicksal, unsere Köpfe zu senken und zu sagen, zu viel. Größte Hochachtung. Das nennt man Stolz. Gut, ich denke, das war's dann. Gut. Lieber Taten als Worte. Richtig. Das ist mein Typ. Mir gefällt er. So, wo haben wir denn hier noch Zeug? Der Typen. Das sind überall Nebenquests. Schön, wir haben viel zu tun. Ach, gefällt mir. So, wir gehen einfach mal hoch. Nein, wir gehen jetzt noch nicht zur Hauptquest. Wir gehen da jetzt einfach mal zum Lagerfeuer und speichern hier. Schnell speichern ist wichtig. Und dann werden wir mal hier hochgehen und mal gucken, was das hier für eine Nebenquest ist. Ich weiß nicht, ob wir sie sofort machen, aber wir werden sie auf jeden Fall annehmen, jetzt wo wir schon hier sind. Was ist denn hier? Oh, ja, hi! Händler! Oh,
Was? Championbogen? Ach du Scheiße. Powerschussbogen. Schlechter Bogen. Es gibt neues Zeug, auf das wir sparen können. Blauglanz. Wir brauchen Blauglanz und eine Metallscherbe. Ich habe keinen Blauglanz, tut mir leid. Gar nichts, es tut mir leid. Neue Rüstung, oh Scheiße. Ja, das sieht trottelig aus, ohne Witz. Wie geil sind die? Wir brauchen Blauglanz, ich will das Karcher-Feuerwappen-Profi. Ohne Scheiße, wie geil sieht das aus? Ich habe bitte schon das Feuerwappen, ich habe schon das Feuerwappen in, warte, ich kann es euch mal kurz, ganz kurz zeigen. Wo haben wir denn das, da? Nein, nicht Waffen, Outfit. Das habe ich ja schon, das ist mein Lieblingsoutfit von allen Outfits, die ihr tragen kann in dem Spiel. Ich habe auch überhaupt nicht alle hier, also es gibt noch zig weitere Outfits, aber das sind ja meine, halt meine beliebtesten, die ich nicht weiterverkauft habe, die ich behalte. Das Karcher-Feuerwappen-Outfit schwer ist meine absolute Lieblingswaffe vom Style her. Also nicht Waffe, Rüstung, meine absolute Lieblingsrüstung vom Style her. Das habe ich jetzt, also die Banuk Eisjägerin habe ich jetzt nur an, weil, ja, Winter und so weiter, das passt besser ins Bild und so weiter, aber, Leute. Guckt euch das an. Ich muss das haben. Das ist das Upgrade des Todes. Das ist sehr selten. Die protzige Rüstung von Kaja-Adeligen und der Jägerloge-Elite. In Pflanzenöl gehärtete Lederstreifen schützen vor Feuerschaden. Das ist mir scheißegal, vor was das schützt. Ich bin sowieso im Kampf so OP. Da lobe ich mir das einfach mal selbst. Aber das sieht einfach styletechnisch so geil aus. Ja gut, ich habe den Typen vorher mit, oh, das gibt's auch. Vera Putin. Ungewöhnlich. Ich will das alles einfach haben. Oh Gott, ich bin so ein Sammelfuchs, was das angeht. Zurückkaufen könnten wir. Nein. Ey, warte mal. Rohstoffe? Kann ich bei dir dieses Zeug kaufen, was ich brauche? Und die Felslohe, Küse auf Dünner. Nein. Was brauche ich nochmal dafür? Blauglanz. Gerade das verkaufst du nicht natürlich, ne? Ist natürlich, ist klar. Blauglanz verkaufst du nicht. Ha, Karte Blauglanz. Oh Gott. Ziegenhaut, Dachsknochen. Habe ich beides nicht. Mann. Karte eines Banuk-Entdeckers fügt Kartenmarkierungen hinzu, die auf mögliche Fundorte von Blauglanz hinweist. Wir brauchen auf jeden Fall Blauglanz. Also wir werden also auf jeden Fall diese krasse Rüstung holen. Irgendwann in diesem Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Nein, wie geht's dir so? Du scheinst traurig zu sein. Du hast eine Flut erwähnt? Ja, eine plötzliche Flut, ohne Regen oder Schmelze. Ich bin Laulei, Lautlochs Trommlerin. Die war ich zumindest, bis es unter all dem Wasser verschwand. Lautloch? Was ist das? Eine Höhle, gemacht von den Alten. Eine Kammer, ein Becken und ein Musikinstrument in einem. Mein Leben, mein Beruf. Ich würde es dir gern erklären mit Musik. Aber die Rohre liegen jetzt tief unter Wasser. Musikinstrument? Plötzliche Flut? Das muss ich mir beides erklären. Also ist Lautloch ein Ort und ein Musikinstrument? Ja. Rohre mit den schönsten Tönen unter einem sonoren Becken. Ein wundersamer Bau, mit dem die Alten weit ihre Musik erklingen ließen. Im Krieg spielte mein Vater die Rohre und versammelte die Banuk gegen die Karcher. Jetzt trommle ich. Doch unsere Kämpfe sind selten. Meist spiele ich nur zum Vergnügen oder zum Gedenken an meine Familie. Aber wenn das Wasser nicht singt, was nutzen einem Spaß oder Gedenken? Das Wasser kam also schnell. Erst war es trocken. Am nächsten Tag stieg ein naher Fluss und überflutete das ganze Becken. Ich verstehe das nicht. Es gab keinen Regen, nicht einmal Wolken. Trotzdem stieg der Fluss höher als jemals zuvor und singt seitdem nicht. Mhm. Wo ist denn dieser ominöse Ort? Eine Flut ohne Regen. Sehr seltsam. Wo finde ich es? Ich sehe es mir an, falls ich dort bin. Nordwestlich von hier. Sieh es dir nur an, aber es wird nichts nützen. Das Flutwasser fließt nicht einfach ab.
Einfluss lässt sich nicht so leicht erweichen. Das interessiert mich gerade wirklich, ohne Shit. Also das werden wir uns auf jeden Fall ansehen. Ich gehe einfach mal hoch. Finden wir hier noch ein paar Nebenquests. Also ich werde wahrscheinlich wieder ziemlich alles machen. Was es hier nur so an überflüssigsten Nebenquests gibt. Das seid ihr, glaube ich, schon von mir gewohnt. Für die Leute, die länger dabei sind, denen soll es nicht wundern. Hier unten war doch irgendwo noch eine Nebenquest, oder ehe ich mich da gerade? Die roten Raubzüge zwar nie vergessen können, aber vielleicht. Schön, Leute. Also ich gehe da runter, ne? War denn nicht noch immer irgendwo eine andere Nebenquest? Um zu erfahren, wie dieser Dämon die Maschinen beeinflusst, muss ich Urea finden. Und dafür muss ich mit ihrem Lehrling sprechen, der nach Norden gegangen ist. Der nach Norden gegangen ist, alles klar. Aber hier haben wir noch eine Hütte. Und ich glaube, das ist die Lady. Fremde, warte! Warte einen Moment! Nee, ist nicht die Lady. Wer bist denn du? Du siehst sehr strange aus, muss ich schon sagen. Lia Kamut. Die Waffe von dir, Fremde. Der Speer. Ich kann das blaue Licht darin sehen. Das? Es stammt von jemandem, den ich kenne. Ah, ein Schamane. Nein. Eher kreativ. Nicht jeder versteht den Funken im Metall, das Lied, das dem Metall innewohnt. Aber es könnte verbessert werden, modifiziert, mit der Hilfe der Alten. Nördlich von hier ist eine Höhle, ein Schacht im Schnee. Darin ist ein Nest von Metallvögeln. Finde einen Vogel, der noch vollkommen unversehrt ist. Such eine Schiene darin, die so lang ist wie dein Speer. Mehr kann ich nicht sagen. Eine Schiene von ein paar Metallvögeln besorgen. Nichts Ungewöhnliches. Haben wir noch nie gemacht. Das ist nichts Neues für uns. Also von dem her kriegen wir das normalerweise auf jeden Fall hin. So, hier ist nicht noch irgendwo eine Nebenquest. Doch. Also wir werden auf jeden Fall hier alles mitnehmen. Deswegen gucke ich auch gerade hier so komisch rum. Versuche oben im Radar zu sehen, ob irgendwo noch eine Nebenquest ist. Aber anscheinend nein. So, da lang müssen wir, ne? Finde Natuk. Oder Naltuk. Den Lehrling der lieben Schamanen. Ja. Da werden wir jetzt einfach mal hingehen. Gucken, was wir da so holen können. Oder besser gesagt, da werden wir in der nächsten Folge hingehen. Oh Gott, dieses Let's Play wird sich wieder so extrem lange ziehen. Und ich freue mich drauf. Schön. So, ich würde sagen, schaut auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge dabei, wenn es wieder heißt, Horizon Zero Dawn. Rayan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst einen Kommentar da. Ciao.